Ja, Oberarme in der Größe eines italienischen Kleinwagens. Ob er auch die Technik hat, um durch unseren Parcours zu kommen, das sehen wir jetzt. Hier ist Calvin Kleinen. Wenn er die Technik eines italienischen Kleinwagens hat, kommt er nicht weit. Dann rostet er direkt bei Wasserberührung. Ich bin echt gespannt. Calvin, auf geht's. Hobbys, Dates, Familie, Freunde, Party. Da kommt der Begriff Sport nicht vor, aber macht täglich Sport. Kraftsport, sagt er, früher Fußball gespielt. Ja, ich glaube, für ihn wird die Geschichte, wenn er so weit kommt, beim Hangeln, weil er schon ganz schöne Muckis hat, das wird interessant. Wenn er jetzt die dritte richtig setzt bei den Chaosbällen, ist auch das machbar. Er hat schon die ersten 2000 Euro. Er kämpft jetzt hier im Parcours. So, da ist wichtig mit Tempo und dem richtigen kurzen Druckpunkt. Nicht langsamer werden. Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber wir sehen, was für ein Gewicht er auch mitbringt, so weit wie die Bälle nach unten gehen. Jetzt ist er schon am Pusten. Und das ist anstrengend. Ja, also jedes Hindernis ist anstrengend. Das überrascht die meisten. Die sagen ja auch oft, ja, aber wenn da in der normalen Staffel einer in 2 Minuten da 7 Hindernisse macht, nach 2 Minuten, warum pumpt er so? Der Hinweis wäre, selbst mal ausprobieren. Ein paar Klimmzüge am Stück, dann ein paar Kniebeugen, dann einen kurzen Sprint, dann ist das geregelt. Er macht das super gut bisher. Ja. Ja, da glaube ich, kommt. No, wir gucken da jetzt nicht so ganz genau hin. Ja, aber. Macht es aber auch schon beim ersten souverän. Ja. Boah, das da war kritisch, weil er natürlich mit dem ganzen Gewicht unten reinfällt und dann reißt das an den Armen. Der hat dicke Arme, hat aber auch Gewicht und das musste abfangen. Ich glaube, für ihn kommt jetzt. Der Knackpunkt? Ja, das ist tatsächlich. Das wird interessant. Also, er pumpt schon ordentlich. bisschen was für die Ausdauer tun in Zukunft, nicht nur an die Hantel. Und. Jetzt mit dem eigenen Körpergewicht umzugehen beim Hangeln, das ist das, worauf es ankommt. Wir haben es von Philipp gut gesehen, wir haben es von den beiden Skispringern super gesehen. Jetzt gucken wir mal, Calvin. So, den silbernen Ring kann der auch direkt vergessen, aber darum geht es nicht. Das sieht noch gut aus. So. Er kann auch wunderbar an einem Arm hängen. Jetzt kommt er rüber. Das sieht noch gut aus. Das sieht sogar noch. Ja, wow. Super. Mit Glück. Und das heißt, unser Büffel, unser Wühlbüffel der Promi-Ausgabe, kommt schön hier, Catwalk, super. Jetzt kannst du ein bisschen Show machen, Calvin. Alles gut. Und du kannst auch durchatmen jetzt eine Runde, bevor es an die Wand geht. 3 Versuche an der Wand. Super. Ja, super. Schnellkraft-Idee. Super gut. Calvin! So, ihr Lieben, das Video ist noch lange nicht vorbei. Wenn ihr noch mehr Buzzer sehen wollt, dann klickt hier und für die ganze Folge hier klicken bei RTL+.